Ich bin ein einsamer Stern, der zwischen 8 Milliarden anderer Sterne funkelt. Manchmal hell, manchmal fast unsichtbar. Ich bin ein Wesen, gefangen in einem Körper, den es sich nicht ausgesucht hat. Geboren zu einer Zeit und an einem Ort, an dem es sich manchmal fremd fühlt. Aber ich habe gelernt, in diesem Körper zu wohnen, mich wohl zu fühlen und Dinge zum Guten zu bewegen. Ich bin ein Künstler, schaffe neue Welten in den Köpfen anderer Menschen und hebe diese damit über ihren eigenen Horizont. Ich bin ein Coach, der in deinen Geist eindringt und Dinge gerade rückt, die in Schieflage geraten sind. Manchmal bin ich ein Häufchen Elend, welches sich selbst an den eigenen Haaren aus dem Sumpf ziehen muss. Dann wieder bin ich ein Leuchtturm, weithin sichtbar für alle. Ich bin eine Frau, die geliebt wird und ein neues Leben zur Welt gebracht hat. Dann bin ich weich, mitfühlend und gebend. Doch manchmal bin ich auch ein Mann, der seinen Weg festen Schrittes geht, unbeirrt und stark. Dann gehe ich über Grenzen und sehe nur mein Ziel. Und ich bin ein Yogalehrer. Seit über 20 Jahren unterrichte ich und gebe Menschen ein Hilfsmittel an die Hand, welches sie durch schwere Zeiten tragen kann. Das alles bin ich und noch vieles mehr. Ich bin für mein Gegenüber das, was er in seiner momentanen Situation gerade sehen möchte. Und ist dies in unserer Zeit, in der Diversität großgeschrieben wird, nicht wunderbar? Ich muss mich nicht definieren. Ich muss in keine Schublade passen. Ich kann sein, wer ich will. Ein Zwerg oder ein Riese. Ein Mann oder eine Frau. Ein Suchender oder jemand, der eins mit allem ist, denn ich bin ich.